Als nächsten Vortrag hören wir Nils Nolde mit dem Thema Valhalla, einer Routing Library. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen, ich bin Nils Nolde von der GitOps UG. Ich will heute Valhalla präsentieren, Open Source Routing Engine, den sicherlich auch schon viele kennen oder schon benutzt haben. Und seit Ende letzten Jahres gibt es wieder öffentlich zugängliche Server mit globaler Abdeckung. Gesponsert vom Vosges-Verein, wofür das Valhalla-Projekt sehr, sehr dankbar ist. Und da dachte ich, wäre dieses Jahr mal wieder eine gute Gelegenheit, Valhalla näher vorzustellen und zu beleuchten. Uns als GitOps gibt es seit 2018. Wir sind eine Open-Source-Entwicklerschmiede. Wir betreuen viele Projekte und haben einen speziellen Fokus auf Routing und Optimierung. Ich selber bin bei Valhalla Co-Maintainer seit 2 Jahren. Das heißt, wir entwickeln auch aktiv an Routing-Engines mit. Und wir für unsere Klienten setzen wir auch skalierbare Routing-Infrastrukturen auf, pflegen die. Und teilweise sind es auch relativ spezielle Anwendungen, wofür wir dann nicht mehr OpenStreetMap nutzen können, weil die Attributierung teilweise nicht gut genug ist und dann so auf so Datenquellen wie TomTom oder hier umsteigen müssen. Und wir stellen sicher, dass wir die nutzen können mit Open Source Routing Engines. Wir arbeiten auch mit PG Routing und auch viel Postgres, vor allem wenn es hochflexibel sein muss. Und SQL hat ja auch seine Vorteile. Und freuen uns auch immer wieder über QGIS-Plugins. Haben auch ein paar. Valhalla an sich ist in C++ geschrieben, natürlich auf Basis von OpenStreetMap nativ. Die Architektur, über die ich heute ein bisschen mehr reden wollen würde, ist, wir haben einen gekachelten Routing-Graph, was so ein bisschen wie Vektorteils ist. Und was auch sehr prägnant ist für Valhalla, ist, dass wir eine hochflexible Beeinflussung der Routenfindung haben durch den Nutzer. Das heißt, man kann viele, viele Parameter übergeben, die Routenfindung sehr klar, feingliedrig beeinflussen kann. An Routing-Endpunkten gibt es so die üblichen plus ein paar mehr. Routing natürlich, Isochronen, Isodistanzen. Es gibt Matrix-Endpunkt und 2 Map-Matching-Endpunkte. Noch ein paar mehr, wir sehen noch ein paar später. Wir unterstützen auch zeitabhängiges Routing, das heißt so Tags wie zum Beispiel hier so eine abbiegige Beschränkung, die können wir berücksichtigen in Valhalla in der Routenfindung. Und wir haben auch multimodales Routing, was gerade leider nur über Transitland-APIs verfügbar ist, aber wir haben Google Summer of Code Vorschlag für ein Projekt, um rohe GTFS-Daten zu konsumieren. Wir können Verkehr berücksichtigen, beides historische und Echtzeitdaten. Und wir haben Python-Bindings. Das heißt, man kann die C++-Bibliothek direkt aus Python heraus aufrufen, was performancemäßig definitiv besser ist als HTTP zu benutzen. Der Valhalla Graph gibt es 2 Sachen, die man sich darüber behalten sollte. Wenn welche, dann die 2. Ein Valhalla Graph besteht aus Kacheln. Und er hat Hierarchien. Ich habe schon gesagt, es ist ähnlich wie Vektorteils, weil während Vektorteils eher Zoom-Level haben, wie die Hierarchien aufgegliedert sind, ist es bei uns Highway-Tags. Das heißt, wir klassifizieren Highway-Tags in unterschiedlichen Hierarchien. Insgesamt haben wir 3 Hierarchien. Und wenn man sich mal, also wir nennen die Level 0, 1 und 2. Level 0 ist es quasi die niedrigste Zoom-Stufe. Und da haben wir alle Kanten und alle Edges drin, die Highway-Tags haben, Motorway, Trunk und Primary, also hauptsächlich Autobahnen und große Landstraßen. Und dann gibt es zum Beispiel, dann das nächste Level wäre dann 1, das hat eine Kantengröße von 1 Grad. Und da haben wir die Highway-Tags Secondary und Tertiary drin. Und dann die sozusagen höchste Zoom-Stufe wäre Level 2 mit 0,25 Grad Kantenlänge. Und da sind dann alle anderen Highway-Tags drin, die wir unterstützen. Und so sieht es dann insgesamt aus für so einen Deutschland-Graphen. Das heißt, der ganze Graph ist aufgebaut aus allen Kacheln und allen Hierarchien. Jede Kachel beinhaltet alle Kantenobjekte und alle Knotenpunkte, die in dieser Kachel anfangen. Mit sehr reichhaltigen Eigenschaften, die dafür benutzt werden können, um eben so eine flexible Routenfindung zu beeinflussen mit vielen Parametern. Jede Kachel ist repräsentiert als eine Datei auf dem Computer und der Dateiname hat einen geografischen Bezug. Das hat viele Vorteile.
Und untereinander sind die Hierarchien verbunden über spezielle Knotenpunkte in jeder dieser Kacheln. Das heißt, ein Knotenpunkt, der Level 2 und Level 1 verbindet, wird in Level 2 zu finden sein und in Level 1. Und ein Knotenpunkt, der Level 1 und Level 0 verbindet, wird auch in diesen beiden Kacheln zu finden sein. Und damit kann der Algorithmus von einem Secondary auf einen Motorway zum Beispiel springen. Nochmal zu dem geografischen Bezug von Dateinamen, zum Beispiel hier die Level 0 Kachel 3286.gbh, so würde die auf dem Computer aussehen. Die hat einen, sieht jetzt ein bisschen, muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man, man kann mit diesen Formeln die Breite und die Höhe berechnen. Das heißt, am Ende würde man darauf kommen, dass der Ursprung dieser Kachel bei 54 Grad Nord und 4 Grad Ost liegt. Andersrum heißt es auch, dass man mit dieser also die Formel umkehren kann und sagen kann, gib mir alle Kacheln, die zwischen 50 Grad und 60 Grad liegen Nord und zwischen 4 Grad und 10 Grad Ost. Das heißt, ich könnte eigentlich, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber man könnte Deutschland ausschneiden aus einem Planeten. Man baut einmal den kompletten Planeten, alle Kacheln, und dann kann man sagen, ich will jetzt aber nur einen bestimmten Extrakt davon. Und dann kopiert man sich einfach diese Dateien zusammen. Das ist ziemlich geschickt, um regionale Extrakte herzustellen. Es ist auch sehr RAM-freundlich. Das heißt, wenn ein Routing-Algorithmus, wenn der von Köln nach Berlin routen muss, dann lädt er nur die Kacheln rein, die er tatsächlich braucht. Es gibt eine kleine Animation, es ist ein bisschen eine schlechte Auflösung. Und ich werde die jetzt auch ein paar Mal stoppen und kurz erklären, was passiert. Und ich werde die auch nur bis zur Hälfte laufen lassen. So, fangen wir mal an. Und zwar, die Route geht von Bern nach Wien, falls es nicht offensichtlich ist, weil die Auflösung wirklich schlecht ist. Und was am Anfang passiert ist, am Start, wir müssen die Location finden im Graphen. Das heißt, Valhalla fängt an, snappt die Koordinate in den Graph rein und guckt, welche Straßen dann da drumherum liegen. Das passiert in der Regel auf Level 2 teils. Das sind die Anwohnerstraßen, die liegen in diesen Kacheln drin. Und dann fängt der Routing-Algorithmus an, findet die erste Sektion, merkt, ah, hier könnte ich auf eine höher leveligere Straße springen. Und sie liegt wahrscheinlich in Level 1 Hierarchie. Das heißt, dann lädt er sich die Level 1 Hierarchien rein und dann ungefähr hier würde er dann, oder vielleicht auch schon vorher, würde er sehen, ah, ich kann aber auch sofort auf eine Autobahn drauf springen und lädt sich dann die Level 0 Kachel rein. Und ab da, ab dem Zeitpunkt, wo er auf der Autobahn liegt, würde er auch erstmal nicht mehr runtergehen. Das ist auch ein bisschen eine Beschränkung von Valhalla. Er wird immer auf einer Autobahn bleiben. So, und dann bei der Algorithmus an sich bidirektional ist. Das heißt, das, was hier jetzt gerade stattfindet bei Start, wird auch genauso bei End zur gleichen Zeit stattfinden. Das sind zwei verschiedene Teile vom Algorithmus. Und der wird genau das Gleiche machen vom Ende und die würden sich dann in der Mitte treffen. Deswegen lasse ich das Video jetzt nicht weiterlaufen. Aber so wird Valhalla vorgehen bei der Routenfindung. Es lädt nur die Kacheln in den RAM rein, die gerade benutzt werden. Ja. So, Valhalla, ich habe noch gesagt, noch ein anderes prägnantes Merkmal von Valhalla ist sehr flexibles Costing. Was ist jetzt Costing? Valhalla hat den Graphen und in dem Graphen liegen alle Kanten drin. Wir werden jetzt erstmal nur über Kanten reden. Und zwar hat so eine Kante, was quasi ein OSM-Weg ist, mehr oder weniger. Eine Kante hat die Eigenschaften von Zeit. Die Zeit, die ich brauche, um die Kante zu überqueren. Das ist wichtig für den Nutzer, weil das wird am Ende die Ankunftszeit bestimmen. Eine Kante hat aber auch eine Cost. Und Cost basiert auf Zeit, ist wichtig für den Routing-Algorithmus, weil der Routing-Algorithmus schaut nicht auf die Zeit, der schaut auf die Cost. Und die Cost kann moduliert werden mit anderen Parametern. Zum Beispiel, wenn es eine Highway-Kante ist, ich will aber gar kein Highway fahren, dann kann ich diese Kante costlier machen, also eine höhere Kost geben, um überquert zu werden. Und damit würde der Routing-Algorithmus diese Kante eher vermeiden, wenn ich keine Autobahn fahren wollen würde. Und das heißt, der Valhalla-Graph speichert sehr, sehr viele Attribute auf den Kanten
Und diese ganzen Attribute, die können für dieses Costing verwendet werden. Das heißt, wir können mit Parametern bestimmen und ein bisschen beeinflussen, wenn wir diese Attribute auf dem Graphen drauf haben, die wir beeinflussen wollen, ob wir diese Kante eher haben wollen oder lieber nicht, lieber vermeiden. Zum Beispiel maximales Gewicht oder anliegerfrei. Gibt noch tausend andere Attribute, die man drauflegen kann und die Valhalla auch drauflegt. Und es gibt insgesamt drei Parameterkategorien ungefähr, die Valhalla anbietet, um die Cost zu beeinflussen, die der Routing-Algorithmus sieht. Es ist einmal Fixed Cost, das heißt, wir haben eine fixe Zeit, die wird zusätzlich auf die Cost und die Zeit gelegt, also auf die Cost, die der Routing-Algorithmus sieht und auf die Ankunftszeit, die der Nutzer sieht. Zum Beispiel eine Mautstation, würde man denken, so mindestens 10 Minuten drauf. Aber beides für den Routing-Algorithmus, dass er eher diese Kante vermeidet, aber auch für den Nutzer bei plus 10 Minuten in der Ankunftszeit. Dann gibt es noch sowas wie eine Penalty, das ist eine fixe Zeit, die nur zur Kost addiert wird. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Ländergrenze überschreiten, plus 20 Minuten. Es mag in Europa zum Beispiel jetzt nicht unbedingt der Fall sein, dass man da Grenzen hat und es tatsächlich 20 Minuten in der Ankunftszeit ausmacht. Deswegen kann man das eine Penalty machen, die nur auf die Kost addiert wird. Das heißt, nur der Routing-Algorithmus weiß, hier die ist plus 20 Minuten, weil da überschreite ich jetzt gerade eine Landesgrenze und das will derjenige nicht, der diesen Request stellt. Aber am Ende wäre dann die Ankunftszeit nicht davon beeinflusst. Dann gibt es noch einen Faktor. Faktoren werden mit Cost multipliziert. Das ist ein bisschen ja, nicht ganz so transparent. Und damit kann man halt die Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften bevorzugen oder vermeiden. Sowas wie zum Beispiel Use Highways oder Use Tolls, Use Mautstraßen. Und diese drei Kategorien, davon gibt es ganz viele verschiedene Parameter in Valhalla, die man der Anfrage übergeben kann. Ich habe es mal ein bisschen in so einem kleinen Beispiel zusammengestellt. Und zwar ist das hier ein kleiner Mini-Graph. Wir haben vier Nodes, A, B, C, D. Und wir haben als Kanten dazwischen, zwischen A und B Nebenstraße, zwischen A und C Nebenstraße, zwischen C und D Nebenstraße und zwischen B und D läuft eine Autobahn. Und zusätzlich haben wir noch ein Tor, sowas wie eine Schranke oder so, zwischen C und D. Und jetzt haben wir, jede dieser Kanten hat die gleiche Länge. Das heißt, die ganzen Nebenstraßen werden innerhalb von 20 Sekunden überquert. Nur die Autobahn wird innerhalb von 10 Sekunden überquert. Das ist also wesentlich schneller für ein Auto natürlich. Und jetzt unsere Anfrage wäre Route von A nach D mit einem Auto. Zusätzliche Parameter wären zum Beispiel Avoid Highways Factor von 10 und Gate Penalty von 100 Sekunden. Das heißt, das ist eine absolute Zeitstrafe hier. Das hier ist ein Faktor. Ja. Wenn der Routing-Algorithmus jetzt anfängt, dann wird er zuallererst mal versuchen, das Ende und den Anfang zu matchen, die Location zu finden im Graph, diese Nodes, oder vielleicht liegt die Location aber auf einer Kante drauf direkt. In dem Fall vereinfachen wir und das sind die Snappen zu Nodes. Und jetzt fängt der Routing-Algorithmus an, in verschiedenen Zweigen gleichzeitig, mehr oder weniger, nacheinander, aber man kann sich mehr oder weniger wie einen Baum vorstellen. Der Routing-Algorithmus geht in verschiedene Zweige los. Und in jedem Zweig trackt er beides die Zeit und die Kost. Die Zeit wird am Ende aufaddiert und das wird dann die Ankunftszeit sein. Und die Kost ist wichtig für den Algorithmus, damit er weiß, welchen Zweig er näher und weitergehen soll. Ne? Je niedriger die Kost, desto besser, desto mehr exploriert er in diesem Zweig lang. So. Das heißt, hier würde als allererstes in der ersten Iteration mit dem Routing-Algorithmus diese Kante hier sehen. Er wird von A nach B gehen, er wird die Zeit aufaddieren, weil da kein bestimmter Kostparameter da drauf liegt, wird die Kost gleich der Zeit sein. Das heißt, wir haben in der ersten Iteration eine Summe von 20 Sekunden, beides Zeit und Kost, um von A nach B zu gehen. Zweite Iteration würde er sehr wahrscheinlich von A nach C gehen, gleiches Spiel wie von A nach B, ändert sich nichts, beide Zweige sind gerade gleich. In der dritten Iteration würde sich, das ist jetzt nicht, wie es tatsächlich passiert, aber es ist einfach nur, um es darzustellen. In der dritten Iteration würde er zum Beispiel von C nach D gehen. Hier hat man eine Zeit auch von 20 Sekunden, das heißt, die Summe ist jetzt 40 Sekunden, aber weil wir eine Gate Penalty haben von 100 Sekunden, ist die Kost 140 Sekunden. Das heißt, der Routing-Algorithmus denkt, ist nicht so geil, weil da ist ein Tor.
Auf dem anderen Zweig würde er die Autobahn fahren, wo wir 10 Sekunden Zeit hatten. Die Kost wird sich aber zusammen aufaddieren auf 120 Sekunden, weil 20 Sekunden von vorher, Void Highway Faktor von 10, das heißt 10 mal 10 Sekunden Kost, ja, wir kommen insgesamt auf 120 Sekunden. Und beide werden aber zu D geführt haben. Und jetzt sagt der Routing-Algorithmus, na, die Kost hier ist aber besser, also nehmen wir diesen Zweig als die Endroute. Das heißt, die Route nachher wird von A nach B nach D gehen. Wenn wir jetzt die Gate Penalty weggelassen hätten und nur den Avoid Highways Factor genommen hätten, dann wäre die Route von A, C, D gegangen, weil wir hätten eine Autobahn vermieden. Zum Beispiel mit Trabi oder so. Und ich zeige nur mal ein paar, es gibt sehr, sehr viele Costing-Optionen in Valhalla. Ich zeige nur mal ein paar exemplarisch. Exclude Polygons ist eins, es gibt es auch in vielen anderen Routing-Engines. Vielleicht zeige ich es auch nur, weil ich es implementiert habe. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist jetzt so eine Route irgendwo in Berlin und dann gibt es mal wieder eine Demo irgendwo am Alexanderplatz. Und wenn wir da ein Polygon einzeichnen, das wir vermeiden wollen, dann fährt Valhalla natürlich drumherum, findet da die schnellste Route entlang der, ja, ich glaube, es ist keine Autobahn, aber Schnellstraße, halb Inner City Schnellstraße. Top Speed ist, heißt, wenn man kann eine Maximalgeschwindigkeit quasi angeben, die man gerne fahren wollen würde. Per Default ist sie 140 km/h. Das heißt, wenn ich von Reinickendorf runter zum Tempelhofer Feld will, dann würde er sehr wahrscheinlich eine sehr schnelle Straße benutzen. In dem Fall ist es aber definitiv eine Autobahn, zumindest teilweise. Und wenn ich aber sage, ich will jetzt nicht mega schnell fahren, mir reicht 60, dann wird der Routing-Algorithmus sagen, okay, jede Kante, die schneller als 60 zulässt, wird vermieden. Nicht exkludiert. Also die wird trotzdem noch genommen, wenn es die einzige Kante, die einzige Straße ist, die fahrbar ist. Aber es wird vermieden. Das heißt, wenn ich 60 km/h angebe, dann würde er eher durch die Stadt führen, weil er will nicht über die Autobahn fahren. Dann haben wir noch sowas wie viele LKW-spezifische Attribute, die wir angeben können, wie zum Beispiel Max-Weight. Wenn wir auf dieser Route hier haben wir eine Max-Last auf dieser Straße, auf dieser Kante hier von 18 Tonnen. Wenn wir 10 Tonnen angeben, fährt er natürlich gerade drüber. Wenn wir 20 Tonnen angeben, muss er einen Weg drumherum finden. Das ist noch ein Endpunkt, den es auch nicht so oft gibt. Graf Hopperting, glaube ich, auch. Und zwar, ich glaube, in Esri-Terminologie heißt es Network View, Street Network View. Es ist im Prinzip eine Isochrone, aber man bekommt die Geometrien und die Geometrien der Straßensegmente und deren Eigenschaften zurück. Das heißt, die Distanz und die Zeit, die es gebraucht hat, um von dem Ursprung bis dorthin zu kommen, bis zu der gewissen Kante. Das sind ungefähr, weiß ich nicht, 2000 verschiedene Geometrien hier. Und lässt sich schön darstellen, ist aber auch analytisch recht sinnvoll. Verkehrsberücksichtigung, wir haben ein kleines Video, zwei kleine Videos eigentlich gemacht. Und zwar sieht man hier ungefähr 1000 verschiedene Routen in Berlin. Und wir gehen jetzt einfach durch in Viertelstundenintervallen von Montag bis Freitag. Ist ein bisschen was zum Zurücklehnen und Gucken. Hier unten in dem Graphen sieht man, auf der X-Achse ist die Länge, die eine Route braucht. Die wird man sehen, die wird sich immer weiter verschieben nach länger während einem Tag und nach kürzer in der Nacht. Und hier auf der Y-Achse ist die Anzahl der Routen. Ich lasse es einfach mal laufen. Ich finde die ganz schön. Das heißt, jetzt im Tag und jetzt zur Nacht wird es wieder ein bisschen schneller, zum Tag hin, am nächsten Tag wieder langsamer. Ja. Und so geht es halt die Woche lang durch. Das an sich ist jetzt noch nicht so eindrucksvoll. Was deutlich schöner ist, ist das Gleiche mit Isochron. Und da sieht man doch den Impact. Also mich hat er doch auch überrascht. Das sind hier historische Verkehrsdaten von TomTom, Beispieldaten. Und das ist der Impact zwischen der Erreichbarkeit von morgens um 10, relativ wenig, und zwischen nachts um 4.
Ich finde den Unterschied, der hat mich schon zumindest ein bisschen vom Hocker gehauen. Lass noch kurz zu Ende laufen. Jo. So, es war nur, um zu zeigen, dass Verkehr auch funktioniert in Valhalla. Es gibt noch weitere Ressourcen, und zwar den öffentlichen Server, den findet ihr auf valhalla1.openstreetmap.de, die Web-App wiederum auf valhalla.openstreetmap.de. Es gibt ein paar andere Projekte, JavaScript-Demos, die Web-App an sich, der Source-Code ist natürlich Open Source. Wir haben QGIS-Plugin für Valhalla. Wir haben ein Python-Package, das auf PyPy liegt, das die Bindings benutzt, von denen ich vorher geredet habe. Und wir haben ein Docker-Image, um relativ schnell Valhalla aufzusetzen, mit wenig Schmerz hoffentlich. Jo, und damit war es das auch schon. Danke an Mapsen und das gesamte Valhalla-Team, natürlich Kevin Kreiser. Ganz besonderer Dank für all den Support und deine tolle Seele. Und danke an Foskis e.V. für das Hosting von den öffentlichen Valhalla-Servern. Und auch an Swisstopo und Amaswiss. Ohne die wären wir, ohne das Projekt damals, wären wir wahrscheinlich keine Valhalla-Maintainer geworden. Falls ihr Fragen habt, gerne loslegen. Danke und bis bald. Vielen Dank, Nils, für den spannenden Vortrag über Valhalla. Es haben sich auch einige Fragen hier gesammelt. Wir gehen einfach mal bei den höchstgeboteten durch. Die erste: Wie sieht das aus mit der Konfiguration der Parameter fürs Routing? Kann man da selbst was einstellen oder ist das alles hardcodiert drin? Ja, der Fragesteller ist richtig. Bis vor kurzem, vielleicht ein Jahr her, gab es tatsächlich nur hardgecodete Werte für die Geschwindigkeiten von einzelnen Straßenklassen. Aber inzwischen gibt es eine ziemlich reichhaltige Config. Ich würde noch einen Link reinstellen in den Chat, zu dem Pull Request zumindest. Es ist halt nicht so gut dokumentiert, das ist ein kleines, aber es ist relativ einfach. Jetzt war im Vortrag immer der Fokus auf Navigation auf Straßenebene. Wie ist das in Routing? Kannst du mal bitte wiederholen? Ich habe gerade ein bisschen. Ja, das Thema Indoor-Routing, ist das mit Valhalla auch abdeckbar oder geht das nur auf Straßenebene? Ja, tatsächlich gab es gerade vor dieses Jahr, also vor in den letzten 2 Monaten, 2 Pull-Requests für Indoor-Navigation von Facebook. Die sind wohl daran interessiert, aus offensichtlichen Gründen wahrscheinlich. Ja, das wird sehr bald auch produktionsfähig sein. Noch dieses bis Juni oder so. Ja. Wie ist das mit ÖPNV-Daten, die real-time zur Verfügung gestellt werden? Ja, das ist, also noch gibt es nur ÖPNV über dieses Transitland, was ich vorher im Vortrag schon erwähnt habe. GTFS RAW ist geplant über Google Summer of Code Projekt. Realtime ist nochmal ein anderes Biest. Könnte auch irgendwann passieren. Wir haben Realtime Traffic, also ein bisschen der Infrastruktur steht schon. Aber da haben wir uns noch nicht so sehr mit beschäftigt, tatsächlich. Ja, hier gibt es ja die Frage, wie das ist mit Daten, die nicht im OSM vorliegen, im Routing zu berücksichtigen, also auch eigene Routing-Profile zu definieren, um ja, Barrieren mit einzubauen. Ja, wir shameless plug, wir bieten so Dienste an, um Straßen zu konvertieren in OSM-Format, aber das ist, denke ich, die beste Möglichkeit in der Regel, proprietäre Datenquellen zu nutzen, sie in OSM-Format zu prügeln quasi. Und dann kann es auch jeder FOSS-Router und jede OSM-fähige Software benutzen. Ja, letzte Frage noch, eine letzte schnelle. Wie ist das mit GPS-Koordinaten? Kann man die angeben und dann die nächste Straße erhalten? Es ist kein Geocoder, falls das der die Frage ist. Also man kann Map-Matchen. Also man kann GPS-Traces auf das Valhalla-Netzwerk, auf das OSM-Netzwerk legen und dann kriegt man eine reichhaltige Navigation davon. Aber es ist kein Geocoder, der Blatlong in Adressen übersetzt. Eigenes Interesse nur kurz noch dran, das Map-Matching, läuft das dann auch über diese Tiles ab, über diese Verkachelung? Ja, der Graph wird für alles genutzt, genau. Es gibt gerade tatsächlich parallel einen anderen Vortrag, der es auf großer Skalierung gemacht hat, das Map-Matching. Okay, super, dann.
danke für deinen Vortrag und die Beantwortung der Fragen. In 5 Minuten geht es dann mit dem dritten Vortrag hier im Blog weiter. Danke. Danke dir.